CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Ja, ich bin mir jetzt noch ganz uneins, wann diese Folgen rauskommen. Denn der liebe Rockstar ist krank geworden. Wir haben so gut wie nichts vorproduziert, was natürlich denkbar scheiße ist. Wir waren hier um Carver, glaube ich, zu... Ja, wir reden einfach mal mit Carver. Läuft schon. Sir Carver. Unsere Titel schüchtern noch lange keine Templer ein, Bruder. Genau, oder? Was haben wir hier noch? Nee, wir machen das hier. Du könntest mal ein paar Tage lächeln. Ihr zuliebe. Meine Meinung zählt für sie nicht. Sie will für uns sorgen und du kümmerst dich darum, dass das klappt. Und was geschieht, wenn wir das alles erreicht haben? Dann sitzen wir herum und reden darüber, wie großartig wir früher waren. Mutter wollte dieses Leben gar nicht zurückhaben, bis wir hier gelandet sind. Und dich interessiert es auch nur wegen der Templer. Dass du alles ablehnst, was ich tue, verliert langsam seinen Charme. Sicher, immer locker. Warum solltest du auch etwas ernst nehmen? Du bist der Älteste und hast damit automatisch recht. Ich kann nicht erkennen, dass du nach den Zügeln greifst. Wann sollte ich das denn tun? Während ich dir hinterher renne oder während ich mich um Mutter kümmere und du das mächtige Kirkwall bändigst? Außerdem wissen wir beide, was geschieht, wenn jemand die Schutzzone des geschätzten Bruders verlässt. Bethany würde es bestimmt zu schätzen wissen, dass du deine gute Laune behältst. Spaß ist Spaß, aber du gehst bei diesem kleinen Wortgefecht zu weit. Was denn? Passt es dir nicht, wenn jemand aus allem, was du darstellst, einen Witz macht? Ich verstehe nicht, was daran witzig sein soll, Bethany auszugraben, um sich auch noch hinter ihr zu verstecken. Ein gutes Gespräch. Bruder. Ich fühle... Ich weiß nicht. Es ist wie bei Mutter, die alles an uns ausließ. Dabei hatte sie nur Angst. Ich habe keinen Platz in dem Leben, das sie zurückzuholen versucht. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Aber ich muss meinen eigenen Weg finden. Tja, dagegen spricht ja auch nichts, ne? So. Ja, also der liebe Rockstar ist krank. Wir haben nichts im Vorfeld aufgenommen, was natürlich denkbar scheiße ist. Aber dann nehme ich halt hier ein bisschen Dragon Age auf. Jede Menge, um genau zu sein. Und hoffe dann auf das Beste. Carver will immer noch mit uns quatschen. Was ist denn los mit dem? Jetzt starte ins Feuer. Mein Gott. Junge, wir haben nicht so viel Zeit. Let's Play läuft. Ich habe etwas für dich. Warum? Ich halte dich nicht klein, sondern bin durchaus großzügig. Sieh es dir nur mal an. Sind die von Vater? Bist du dir sicher, dass sie nicht für dich bestimmt sind? Ein anderer Magier könnte wahrscheinlich mehr damit anfangen. Für eure Dienste, die nicht offiziell anerkannt werden können, nehmt bitte dieses Schmuckstück und wisset, dass ich euren Namen in Ehren halten werde. Danke im Namen des Ordens, Sir Morrowind Carver. Carver? Sir Lancet Carver, der Templer, der deinem Vater erlaubte, Kirkwall zu verlassen. Der Namensvetter. Ein Templer? Haben wir je einen Templer getroffen, der kein gewalttätiger Tugendbold war? Nun, dann ist das der Erste. Ich frage mich, ob deiner besser ist. Über meinen Namen hat jemand mit Sicherheit viel zu lange nachgedacht. Es geht darum, dass er ein Schwertkämpfer war. Ein Mann, der ihm eine Zukunft ermöglicht hat. Er war für ihn immer gleichbedeutend mit großem Können. Nicht gerade Meister aller Klingen, aber... Vater war tatsächlich der Meinung, dass ein Schwertkämpfer etwas Ehrenhaftes ist. Danke, Bruder, das ist... Eine Verbindung, die ich nicht erwartet hatte. So, ich hoffe, dann bessert sich jetzt auch unser Verhältnis zu unserem geliebten Bruderherz und wie es sich bessert. So, ich habe mir die Freiheit genommen, eben weil ich euch ja auch so ein bisschen hier die Sachen zeigen wollte. Ne? Also hier, warte, Tank nehmen wir natürlich wieder mit. Wir nehmen unseren Varric mit und natürlich... Komm, wir rennen mal wieder... Oder nee, komm, Carver, ich mag ich nicht. Ich nehme lieber Meryl mit. Annehmen. So, und
zwar, das erste, um das wir uns kümmern, sind die Nachrichten der drei. Um die zu bekommen, muss ich erstmal bei Nacht in die Unterstadt. Wo haben wir die denn? Marils Hütte, geilen Unterstadt. Nacht. So, im Gesindeviertel in einer Nische, wo so ein Gulli am Boden ist. Okay. Eventuell haben wir diese Nachricht auch schon. Also es gibt in jedem Akt 3 bis 4 Nachrichten. Beziehungsweise im ersten Akt gibt es 3 und in allen darauf folgenden Akten, die 2 Stück sind. So, jetzt habe ich euch gespoilert. Jetzt habe ich es euch gegeben. Sind es 4? So. Nach Gesindeviertel. Ich brauche mal eben die Karte. Wo sind wir denn hier? Sind wir da im Gesindeviertel? Da ist das Gesindeviertel. Boah, ist gerade schlimm. Ja, also wie ich jetzt zum dritten Mal schon sage, der liebe Rockstar ist krank. Ich produziere jetzt vor, weil ich nämlich nicht weiß, ob er am Samstag fit ist zum Aufnehmen. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann haben wir halt Arschkarte. Dann kommen halt von den anderen Projekten nichts. Also beziehungsweise ich glaube, Montag kommt dann noch... guck, das Mysterium Kirkwall. Sind außergewöhnliche Dinge zu verhindern. Vor Gold lassen sich unbezahlte Bücher, das wissen wir. Wir haben den Gesang von bla bla bla. Bla bla bla. Unterschrieben mit die Gruppe der drei. Da haben wir sie schon, die erste Nachricht. Sehr schön. Ich nehme jetzt einfach hier ein bisschen Dragon Age auf. Für den Fall, dass er jetzt wirklich Samstag noch so krank ist, dass er da nicht in der Lage ist aufzunehmen. Das ist ja auch nichts... Schlimmes, ne? Er soll sich um Gottes Willen da dann erstmal gesund machen und so, ne? Also erstmal ausspannen und so weiter. In dem Fall werde ich dann nämlich die kommende Woche, das ist kommende Woche, werde ich dann euch quasi mit Dragon Age zuballern. Sprich, da wird Montag laufen wie gewohnt. Und ich werde dann probieren, dass ich wenigstens eine Folge Dragon Age jeden Tag rausbringe, damit der Kanal halt noch die ganze Woche läuft und da nicht die gesamte Woche Stillstand ist, bis auf die 2 Dragon Age Folgen, die normalerweise kommen. Halte ich persönlich für eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ihr davon begeistert seid. Ich denke, es wird einige unter euch geben. Ich sehe ja, dass die Dragon Age 2 Teile doch ein bisschen angeklickt werden. Die Leute, die halt Dragon Age gucken, die werden sich jetzt übelst freuen. Kann ich mir denken. Vor allem, weil das hier theoretisch die dritte Folge ist. 2 habe ich ja schon aufgenommen gehabt für nächste Woche. Das sind jetzt auch die letzten beiden Folgen, die ich noch gerade auf Lager habe. Und die sollten eigentlich ja nächste Woche Dienstag, Donnerstag kommen. Verzeihung. Ja, wir ziehen weiter. So. Nun müssen wir in den Hof der Galgenburg. Oberstadt. Festung Vicomte. Unterstadt. Gängtemann. Galgenburg. Wie gesagt, das ist dann die dritte Folge, die rauskommen würde. Wenn nicht, dann läuft das Ganze wie üblich weiter. Sprich, diese Folge würde nicht nächste, sondern übernächste Woche kommen. Das ist für euch... Ich weiß es gerade nicht. Ich bin ein bisschen perplex gerade. So, da wo man die Schmuggler... Die Schmuggler waren, glaube ich, hier oben. Kann das sein? Gucken wir mal. Kann natürlich auch sein, dass es auf der anderen Seite war. Weil die Nachrichten der drei, die würde ich gern doch schon so weit abhaken, wenn mir dies möglich ist. Oder waren die auf der anderen Seite? Ja, die Katzen drehen gerade auch wieder durch. Ich habe keine Ahnung, was mit den beiden los ist. Halt Katzen, ne? Sind sowieso, haben sowieso nicht alle Bretter am Zaun, ne? Ich freue mich, Tag hier zu stehen. Es ist so. Ha. Rechts. Galgenburg rechts. Also es wäre... Ja, es müsste hier sein. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich die jetzt noch nicht verpasst habe. Wir werden es... Ah, da haben wir es doch. Mysterium Kirkwall. So, wer das wieder lesen will, wir kennen das ja. Hier sehen wir wieder, die Gruppe der drei hat unterschrieben. Sehr schön. Oh, brauche ich nicht scrollen. Das finde ich ja super. Ich überfliege das mal eben kurz für mich so.
Ich lasse euch ja immer selber lesen. Es ist ja ein aktives Let's Play. Ihr sollt ja schon mitmachen, ne? Also, wie wäre das denn, wenn ich euch alles vorkaue? Dann wäre das doch sterbenslangweilig für euch, ne? Also, so könnt ihr euch noch beteiligen und könnt sagen, ihr seid Teil des Let's Plays. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Nicht jeder Let's Player macht das, also, ne? So, und das dritte ist die Knochengrube. Habe ich die schon hier draußen? Sunderhügel, verwunschene Küste. Merrills Hütte, Gamlin, Unterstadt, gehängte Mann, Docks, Krankenstation, Schwarze Emporion, Dunkelstadt, Oberstadt, Kirche, feste Wege. Okay, die letzte haben wir also nicht. So, ja, Handwerkszutaten. Da würde ich auch mal eben schnell gerne einmal durchgehen, zumindest das, was ich machen kann. Wobei, ja, wir machen weiter Quests jetzt erstmal, würde ich jetzt so sagen. So, am Tag haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Ich muss mal eben gucken, was wir jetzt noch an Quests haben. Ich bin ja quasi schon wieder raus, weil ich ja ewig hier durchdrehe und euch dann, okay, wir gehen nach Merrill, weil ich euch ja hier ewig, weil ich ewig durchdrehe und direkt 3, 4, 5 Stunden am Stück aufnehme, weil ich bekloppt bin. Ja, deswegen bin ich dann immer super raus und ja, dazu kommt noch, ich bin ein WoW-Suchti geworden. Herzlichen Glückwunsch! Ne? Das ist auch noch sowas, wo ich mir so denke, ja, super. Diese Stadt ist atemberaubend. Ich habe gesehen, wie jemand ausgeraubt wurde. Das war faszinierend. Alles geschieht gleichzeitig. Wie schafft man es nur dabei, nicht verrückt zu werden? Ich glaube nicht, dass irgendjemand das schafft. Außer Varric vielleicht. Und er genießt es vermutlich. Wirklich? Aber ist das nicht traurig? All diese Betriebsamkeit. So viele Dinge gehen einfach verloren. Okay. Vermisst ihr die Dalish? Ich vermisse Harren Peivels Geschichten. Und das Knarren der Aravels im Wind. Diese Stadt ist so betriebsam und verwirrend. Und die Elfen hier sind nicht wie mein Clan. Aber ich werde mich schon noch an Kirkwall gewöhnen. Die Templer haben euch nicht gefunden, oder? Ich war vorsichtig. Selbst wenn wir Dalish unter uns sind, wirken die Hüter niemals in der Öffentlichkeit Magie. Und ich glaube, die Templer bemerken mich nicht einmal. Ich bin einfach nur eine weitere Elfin im Gesindeviertel. Stellt es euch einfach als Spiel vor. Ihr könnt all die Dinge aufheben, die die Leute wegwerfen und nicht mehr beachten. Vielleicht zählt ihr sie auch einfach. Ich glaube, sie werfen vor allem Abfall weg. Es ist schön, dass ihr hier seid. Ich musste mit jemandem reden. Oh. So, dann haben wir mit ihr auch gequatscht. Haben wir die Quest nämlich fertig. Ich vergesse jedes Mal wieder reinzugucken, was wir noch an Quests haben. Damit dürften wir Gefährtenquest technisch, glaube ich, soweit. Ja, sind wir fertig mit. Ja, das mit dem Kräuterkundigen. Was können wir denn noch? Eigensinnige Sohn. Wir gehen dieser Sache hier nach. Der eigensinnige Sohn. Ich muss gerade mal hier noch gucken. Ich bin mal gespannt, ob wir da hier noch alles finden. Ich hoffe es, wenn ich ganz ehrlich bin. So, wir gehen bei Nacht. An die Docks war das, ne? Der eigensinnige Sohn, genau. Warum spielen diese Banden nachts immer so verrückt? Wir sind dabei. Und für den Fall, dass das mit den Handwerksstoffen dann doch nicht mehr funktioniert, dann tut mir das entsetzlich leid. Aber ich habe ja schon damals bei, wo ich Final Fantasy 9 gestreamt habe, habe ich schon Affentanz gemacht, damit wir alles kriegen. Und tut mir leid, Leute, aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, ne? Zudem gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass eben die Gebiete, die ich abgehakt habe, wo ich schon war,
wo ich, die man eben nur einmal betreten kann, so wie diese Küste da, ne? Da ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wo sind wir hier jetzt eigentlich gerade? Arthurs Privatdock. Ich will aber mal gucken, ob da hier vielleicht Arthurs Privatdock, haben wir da was? Nö. Trotzdem werde ich natürlich die Karte absuchen, wer weiß, was wir hier tolle schwingen. Nein, ich werde natürlich trotzdem alles absuchen, pipapo, ihr kennt das ja schon, also ihr wisst ja, dass ich ein notorischer Sucher bin, ich bin da ja wirklich sehr notorisch, ich habe das jetzt auch wieder bei WoW gemerkt, ne? Also es ist erschreckend, wie sehr ich mich jetzt schon eingelesen habe, ich werfe auch jetzt schon mit Fachbegriffen um mich und ganz furchtbar. Rockstar hat da jetzt meine Anfänge ja mitgekriegt und er findet es auch so ein bisschen erschreckend, wie schnell ich mich in so einer Sache verlieren kann. Oh, Falle einfach, warte. Beric, komm mal her. Kannst du die, hallo? Das war's schon. Haha, schön. Solche Sachen solltet ihr immer mitnehmen hier im Spiel. Es gibt nämlich immer schöne, ich nenne sie immer schön Bonuserfahrungen. Das war schon bei Knights of the Old Republic. War das schon so, Fallen und solche Sachen immer entschärfen, gab jedes Mal gut Erfahrungen, war quasi Erfahrung umsonst. Und für Leute, die das jetzt nicht kennen oder denken, ich rede hier von dem MMO, nein, tue ich nicht. Und Leute, die das nicht kennen, Star Wars Knights of the Old Republic ist ein Rollenspiel von BioWare. Da könnt ihr mal sehen, was BioWare leisten kann, wenn sie nicht unter Zeitdruck sind. Das Spiel mega geil. Das Spiel mega geil aus meiner Sicht. Ich bin natürlich auch super Star Wars Fan und so, ne? Und die Story richtig geil, die Möglichkeiten, die man im Spiel hat. Leute, die das jetzt nicht kennen und sagen, okay, sollte ich mir mal angucken. Eventuell wird das auch mal irgendwann auf dem Kanal hier landen. Es wäre mir zumindest eine sehr, sehr große Freude, wenn ich das für euch spielen dürfte. Und ist auf jeden Fall auch richtig mega geil. Auch einer meiner liebsten RPGs, also wobei da stehen so viele Sachen drauf, dass ich mittlerweile glaube ich schon gar keine Übersicht mehr habe, was wo steht. Ist auf jeden Fall sehr skurril. Ja, auf jeden Fall super Story, mega geile Twists in der Story. Jetzt ohne euch zu viel zu spoilern, ich kann nur sagen, dass die Twists, die eingebaut sind, richtig, richtig geil sind. Bitte, Hilfe, irgendwer. Die Hände! Ohne Hände können sie nicht zaubern! Na toll. Ja, super! Ihr wisst nichts von Magie! Ja, das ist... Ja, du Affe, jetzt habt ihr die, dazu quasi getrieben, dass die eine Abscheulichkeit wird. Wie soll ich das denn jetzt finden, Jungs? Jetzt aber mal ehrlich, das ist doch scheiße. Ach Gott, das Kampfsystem, ne? Ich liebe es einfach. Es ist wundervoll. Captain Rainer! Hey, Rainer! So, Kollegen, ich muss hier erstmal hier so ein bisschen aufräumen. Was? Wo ist Captain Rainer? Rainer, da ist er. Du Bratnase, hier kriegst du einen Feuerball in die Rübe. Zack! Sag mal, ist jetzt bald mal gut hier. Wo kommen die denn alle her? Tut euch zu Hause, ihr Vögel. Jungs, ich wäre euch im Übrigen sehr, sehr dankbar, wenn ihr die Falle jetzt nicht aktivieren würdet. Ach, Kinders, ihr seid echt. Ihr seid. Na toll, ihr habt eine Falle ausgelöst. Ich könnte kotzen. So, Karte zum Versteck. Oh. Verkauft. Hauptmann Reiners Unterlagen. Okay. Magier, Mensch, männlich. Dancing, Tiefenstadt. Da haben wir, ne? Da hat er unseren Magier verkauft. Ich glaube, mit der Magierin eben hätte er sich besser nicht angelegt. Oh, was haben wir hier? Olivias Brief an... Aha, ein gefundener Brief. Okay. Tja, die liebe Olivia hat sich das auch so ein bisschen anders vorgestellt hier. Ja, auf jeden Fall so geiles Spiel. So ein geiles Spiel. Habe ich auch zigfach durchgespielt. Ich war ja auch so ein Mensch, ich konnte ja Spiele, weiß ich nicht, gefühlt 1200 Mal am Stück durchspielen.
Also der Rekord, den, ich glaube, den Rekord hält aktuell Zelda, Ocarina of Time. Ich weiß noch, dass ich das sogar eine Zeit lang gezählt habe. Gut, lag natürlich auch daran, ne, warst Schüler, hast kein Geld gehabt, dann musstest du sowieso erstmal mit den Spielen auskommen, die du da hast. Aber Zelda habe ich immer wieder gern gespielt, Ocarina of Time. Meine Wachen in irgendwelchen dunklen Ecken mit Banden herumschlagen müssen. Falls ihr jedoch helfen möchtet. Auf jeden Fall habe ich gezählt, weiß ich noch, 56 Mal. Das war sehr skurril, weil ich mich da auch mit dem Kollegen drüber unterhalten habe, dass er meinte, ey, hast du Zelda echt so oft durchgespielt? Und das Lustige war ja, ich habe 56 Mal durchgespielt und quasi mitgezählt. Danach habe ich das Zählen einfach aufgehört. Also ich habe das Spiel locker. Also ich war teilweise echt so ein lebender Spielberater für dieses Spiel. Ich, Gruppe sammeln, weiterziehen. So. Ja, ich habe da echt teilweise, ich habe das bestimmt über 100 Mal oder so durchgespielt, ne? Natürlich zu 100%. Ich konnte da teilweise nachher Karten zeichnen, aus dem Kopf wirklich mit Schlüssel, mit wo Herzteile sind, und es ist teilweise echt krank, aber das Spiel hat mich damals echt gefesselt, ne? Und ich glaube, das war sogar das erste Spiel, das mich so dermaßen gefesselt hat. Ja, und das ist natürlich so. Seine nie mit den Worten. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, Varric, ne? Und auf jeden Fall Spiele, die mich echt so fesseln, dass da kann ich mich echt über Jahre hinweg mit beschäftigen. Ne? Und vor allem, ich bin ja auch so ein Mensch, ich kann ja auch so Zwischensequenzen. Selbst wenn ich dieses Spiel jetzt hier für mich spielen würde, vor allem zwei, dreimal hintereinander, das war bei Mass Effect zum Beispiel so, ich habe nie eine Sequenz übersprungen. Kann ich einfach nicht. Ne? Einfach, weil ich mir so denke, boah, so geil erzählt und dies, das, Ananas, ne? Wie man das dann halt so sieht. Ne? Also es, deswegen, also so diesen Faible für Rollenspiele, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also deswegen, ich bin mir auch mal gespannt, wie das nachher ist mit Warcraft 3. Ob ich da nachher die ganzen Sachen skippen werde. Aktuell lese ich den ganzen Scheiß sogar. Unglaublich, oder? Es gibt jemanden, der die Story von World of Warcraft liest. Oh mein Gott. Ne? Ihr habt gedacht, es gibt keine Wunder mehr. Jetzt habt ihr eins miterlebt. Nein, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Es gibt ja viele Leute, die skippen dann so. Auch so Speedruns könnte ich nicht. Speedruns könnte ich einfach nicht machen. Einfach, weil ich ja dazu gezwungen werde, diese Sequenzen zu überspringen und so. Und ich habe teilweise bei gewissen Sequenzen, habe ich selbst heute noch Goosebumps, wenn ich mir so gewisse Sachen ansehe, so diese typischen Rollenspiele-Momente oder auch bei Zelda so viele Momente, die ich einfach so, boah, geil, ne? Ich meine, ich kenne sie schon, ne, und es war natürlich beim ersten Mal noch ein ganz, ganz anderes Gefühl, aber dennoch, jetzt ist es so, dass ich mich halt so immer wieder dran erinnere, wie das so war, halt beim ersten Mal und dies, das. Erinnert mich natürlich auch so ein bisschen an eine Zeit, die so ein bisschen unschuldiger, ein bisschen sorgloser war, weil man eben ja selbst noch Kind war. What the fuck? Tag? Seht mal her, Jungs. Freiwillige. Schlagt sie in Eisen, bin gespannt, was Herr Winter dafür bezahlt. Beantwortet meine Fragen, dann gibt es auch keinen Ärger wegen eures kleinen Unternehmens hier. So sieht's aus. Ihr sterbt jetzt, also gibt es sowieso keinen Ärger. Stopf dem Hund das Maul. Na, wenn er mal das nicht bereut. So, dann würde ich gerne mal direkt unseren Wuff-Wuff wiederholen. Hallo? Ach, scheiße. Ich bin auch so ein bisschen raus aus der Steuerung. Nee, aber wie gesagt, das sind so Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht gehöre ich da auch zu einer aussterbenden Gattung von Gamern, die halt so drauf sind. Aber damit will ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, dass ich hier so Cross-Gamer bin und so. Ne? Um Gottes Willen, das nicht. Ich denke, es gibt welche, die weitaus mehr Skill haben als ich. Ich habe ja zum Beispiel auch schon einen gesehen, der oder war dabei, wie einer den deutschen Rekord für Super Mario Odyssey geknackt hat. Und ganz ehrlich, der Typ hat Skill ohne Ende und ich könnte nie so spielen. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, ich weiß nicht, ich möchte Spiele genießen.
Was? Evelyn ist tot? Was zur Hölle ist denn hier passiert, Leute? Was macht ihr denn hier in der Zeit, wo ich nicht da bin? Jungs, ich hasse euch. Ich hasse euch inständig, ne? Das ist euch schon klar, ne? Hallo? Boah, Alter, was läuft denn hier? Das hier muss uns doch einen Hinweis darauf geben, wohin er Fane. Leck mich am Arsch, war das knapp. Ja, da bin ich mitten aus dem Redefluss raus und hab gedacht, what the fuck läuft hier jetzt gerade? Sieht aus, als Junge! Varric, ich hasse dich. Tränke. Da brauche ich jetzt mal wieder hier so eine Verletzungsdings. Bucht vielleicht? Was ist? Finde nur ich das seltsam? Dann vergesst, dass ich etwas gesagt habe. So. Ja, wo war ich? Ja, also wie gesagt, ich bin dazu sehr Genießer. Also so richtig gute Spiele will ich auch genießen. Auch sowas hier wie zum Beispiel, was habe ich da gezockt? Life is Strange, das ja. Das sind auch so Sachen, möchte ich nicht missen und möchte ich auch um Gottes Willen nicht durchrushen. Sondern ich lasse mir da Zeit für, komme natürlich dann trotzdem immer schneller voran, als ich, als es mir eigentlich lieb ist. Ne? Kennt man ja. Hä? Aber, nee, also ich könnte Spiele nie wirklich speedrunnen. Also selbst solche so banale Sachen wie Super Mario 64 habe ich damals mit Leidenschaft gerne gespielt. Habe ich grundsätzlich alle Sterne und so weiter gesammelt. Ich habe da nie Bug-Using oder sowas gemacht. Und es gab dann eine Zeit, da bin ich da echt. Also es war schon so ein bisschen irgendwie lustig anzusehen, wie man da so durchmarschiert. Gefundener Brief, ja. Gehen wir doch mal dahin, würde ich sagen. Und ja, auch jetzt bei WoW, ne? Ob ich ja da jetzt nachher durch rushe, das weiß ich natürlich nicht, weil ich weiß nicht, ob ich mir den Blödsinn quasi jetzt nochmal durchlesen würde, weil es ja doch da eine ganze Ecke mehr ist als zum Beispiel bei Zelda oder bei irgendeinem anderen Game, ne? Können wir bitte reden? Wir haben keinerlei Spuren von diesem Fanreel gefunden. Er muss entweder Dämonen oder Sklavenhändlern zum Opfer gefallen sein. Ich habe das hier gefunden. Es ist an euch adressiert. Anscheinend von eurer Tochter. Meiner Tochter. Dann wisst ihr, was sie ist. Wie sie starb. Als ich sie in dem Lagerhaus aufgespürt habe, hätte ich sie in den Zirkel zwingen müssen. Meine Schwäche angesichts ihres Flehens hat sie zerstört. Darum habe ich Ariane dazu gedrängt, Fenrils Wunsch, sich zu verstecken, nicht nachzugeben. Wäre ich doch nur für Olivia auch so stark gewesen. Ja, also hier, das ist natürlich Arsch, so sind wir natürlich nicht. Zumindest müsst ihr euch keine Sorgen mehr darüber machen, dass die Templer es herausfinden. Danke. Sie hat nun ihren Frieden. Ich will ihren Namen nicht im Dreck sehen, solange ihre Asche noch warm ist. Ja, und danach ist es dir egal, oder was? Ach, guck mal, da haben wir direkt jede Menge Freundschaft dazu gekriegt, sehr schön. So, dann gleich mal wieder weg hier. Wobei, wartet, wir haben ja gerade jede Menge Stuff gefunden. Den wir nicht gebrauchen können. Schön. Dämonenrobe. 75, die Scheiße. Kopfbedeckung. Selbe, was wir haben, nur mit Mana-Zusatz. Nee, lass mal. Mana haben wir ja genug. Wenn wir bei einer Sache keine Sorgen haben, nee, dann Mana, Jungs. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist, ob ich jetzt durch das Herstellen der Dinger schon quasi den Erfolg versaut habe. Waffenladen. Verkaufen. Waffe und Schild. Ja, das wäre eigentlich was für Evelyn, ne? 16. Oh, das ist sogar besser. Nice. 13. Ja, das können wir dann aber verhökern. 2 Waffen. Ja, nee. Weg damit. So, hier den Scheiß können wir verkaufen, weil ist ja exklusiv Hawk. Rabenfeder natürlich.
So, dann rüsten wir mal eben Evelyn noch um. Evelyn! Junge Dame, reden Sie mit mir. Warum nicht? 24 Stärke? Wie viel hast denn du? Attribute. Oh, da müssten wir die nächsten drei in Stärke rein investieren. Das machen wir aber. Ich halte das für eine gute Idee. Kann sie wieder mehr Aggro ziehen, die junge Dame. Und weiter geht's. So, Tag haben wir nichts mehr hier. So, was haben wir hier noch? Besänftigung? Ja, nee. Sag mal, Katzen, könnt ihr jetzt mal aufhören, da auszurasten? Ist ja furchtbar mit euch. Ja, nicht mehr. Da brauchst du jetzt nicht mit mir diskutieren. Katzen, Leute, ohne Scheiß. Sie sind die durchgeknalltesten Wesen ever. So, ich merke gerade schon, dass ich mich eigentlich wieder total verquatsche und hasse nicht gesehen. Deswegen sage ich jetzt, nee, oder? Doch, ich sage jetzt hier im Ladescreen, sage ich zu euch, see you guys, oder auch nicht. Sage ich hier halt an dieser Küste zu euch, see you guys, und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Dragon Age 2. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.